den ich auch voll zermetzelt habe. ich glaube, ich mache ein eigenes Let's Play daraus. Wir haben ja gut angefangen an sich. Ich könnte mit kommentieren, aber ich ehrlich, selbst spielen wird wirklich nichts. Das tut mir echt leid, ich hab's probiert. Ja, okay. Kein Problem. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie was machen kann. Also, was ich dir empfohlen hätte, wäre das da. Und nochmal. Okay. Also echt, wenn man so, oh, da gab's die Molotow-Cocktails gleich wieder. Okay, nee, aber auf jeden Fall, das ist so halt, wenn man so einen gewissen Vorteil gegenüber einem Gegner hat, sollte man den echt ausspielen und manchmal sind dann die plötzlich überhaupt nicht mehr schwer. Das Problem ist natürlich, denn den Gegner kennt man ja nicht, wenn man ihm das erste Mal begegnet und deswegen ist es schwierig, ja, aua! Die picken sogar! Sag mal das Wort picken, wenn du dir so mit zwei Fingern die Backen so auseinanderhältst. Ich kann mir vorstellen, wonach das klingt. Ja, also vor allem, da gibt's so einen Spruch, viele Hühner picken auf dem Feld, den man dann auf die Art und Weise sagt und ja, da kommt was anderes dann raus. Das ist aus meiner Jugendzeit. Ja, damals, als alles noch aus Holz war. Und in Schwarz-Weiß. So, ich bin mal so und ich versuche jetzt einfach mal... Ja, Mist. Zu lange. Da kommen nämlich schon die wieder. Egal, ich versuch's trotzdem. Oh, fuck. Oh, gut. Es läuft. Hier vor allem. Au! Scheiße! Jetzt bist du schlecht und so. Das jetzt ganz schlecht. Aber man kann ja in solchen Situationen zum Beispiel sich von einem Hundilein treffen lassen. Ja, das ist doch eine Möglichkeit. Ja, aber man kann halt, also im sonstigen Falle kann man auch wegrennen und dann ein bisschen abkühlen lassen, die ganze Situation. Nein! Au! Ich hol mir mein Leben wieder von dir! So! Frechheit! Tut der mir einfach so weh. Haha! Ja, wirklich. Also, wie gesagt, es ist eigentlich eine Sache, die Gegner zu kennen. Das Problem ist, wenn man sie eben noch nicht kennt, dann hat man erstmal ziemlich Bammel. Was machen die denn, wenn man jetzt rangeht? Das kenne ich wirklich. Nein, man hat oh, bereit zum Installieren, die neueste Version! Hey! Ja! Yeah! Alles klar. So, wenn das dann fertig ist, dann kann man hier hoch. Und das Fiese ist, was dann kommt, sind zwei Werwölfe mit vollem Leben, im Gegensatz zu... Das Ding ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, es kann passieren, dass ich jetzt, wenn ich da mal so weitermache, völlig draufgehe an denen. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Vor allem, wenn ich gegen zwei eventuell kämpfen muss. Ich finde schon mal sehr interessant, dass irgendwie jeder Gegner so sehr feuern kann. Das scheint. Aber Molotow-Cocktails sind eigentlich auch rar gesät in dem Spiel. So, okay, also wenn ich feige bin, dann kann ich das nämlich auf die Art und Weise machen, ich lasse den wieder patrouillieren und werfe ihm noch einen Feuercocktail rein. Und er ist weg. Jetzt muss ich mich nur noch um seinen kleinen Kumpel hier kümmern. Yeah. Ich muss sagen, also als ich die das erste Mal vor mir hatte, waren die wesentlich schwerer, weil ich mich halt noch nicht so damit der ganzen Sache ausgekannt habe. Die haben mich mehrmals weggehauen. Also zwar auch nicht mehr als viermal. Ah! Oh nein! Blöd, Mann, du! Den habe ich auch völlig vergessen, also... Ich habe den aber nicht mal irgendwo stehen sehen oder so. Das ist ja... Ja, der stand auch wirklich an einer fiesen Stelle, in einer Ecke sozusagen. Und was hier kommt übrigens, ich bin ja gerade da runtergefallen, das ist eine schlechte Sache für mich eigentlich. Aber ich kann da wieder hoch...
zum Glück. Wenn ich nämlich mal diese Tür hier öffne, mich um diesen Gegner kümmere, der da leider gerade nicht zu sehen ist. Fies, oder? Sehr fies. Also das ist wirklich, dieses Spiel ist nur leichter, wenn man sich auskennt. Hier ist ein Typ. Wenn der merkt, dass ich da bin, dann schießt er auf mich. Hallo. Aber ich werde ihn nicht dazu kommen lassen. Alter Opa im Rollstuhl. Quecksilberkugeln mehr. Okay. Außerdem, hier ist was zum Lesen. Boah, ist ziemlich dunkel. Lesen. Ja, Kram zum Lesen. Interessiert mich gerade nicht. Cool. Ist halt Game Lore. Ist nichts, also ist jetzt nicht so, als ob mich das generell nicht installieren, interessieren würde. Aber ich kenn's schon. Nein! Hau doch nicht in mich, aua! Oh, ich sollte vielleicht doch mal wieder Dreieck drücken. So, der hat leider nichts für mich. Du solltest sie drücken. Ja. So, Blutsteinscherbe ist da. So, hier haben wir ein Tor. Und kannst du mir sagen, wo wir sind? Na. Man könnte wahrscheinlich auch bis zu diesem Punkt einfach durchrennen, ohne irgendeinen Gegner zu killen. Wenn man den Weg denn kennen würde, beziehungsweise einfach weiter und weiter und weiter rennt. Übrigens, da sind zwei von diesen Steintrollen. Und da werde ich mal versuchen, einen von denen wenigstens zu parieren. Okay, es kommt gerade weiter angelaufen. Ja. Das ist nicht schlimm. Haha! Autsch, aber ich sollte aufpassen, dass ich nicht ganz sterbe. Okay, der wäre jetzt mein nächstes Ziel, glaube ich. Guck dir das an. Au, guck dir das nicht an. Das ist nie passiert, das ist nicht passiert. Ja. Oh. Na, ich probiere nochmal zu parieren, dann habe ich ihn wenigstens tot. Na komm. Yes. Okay, also ich habe zwar diesen Eingeweideangriff jetzt nicht hingekriegt, aber man sieht es. Also im richtigen Moment zu schießen ist echt geil in dem Spiel. Kommt sehr geil rüber auch. Und wenn ich das jetzt mache, sieht das gar nicht so schwer aus, aber man muss den Moment erstmal abpassen können. Es gibt Gegner, bei denen kann ich das noch gar nicht. Die besiege ich dann auf normale Weise. So, jedenfalls, die sind auch weg. Gucken wir mal. Aber ehrlich gesagt, dass ich irgendwann mal so weit war, das hat halt auch erstmal ein paar Stunden Übung gebraucht, ne? Auf der anderen Seite, wie gesagt, so oft gestorben bin ich jetzt nicht in der Zwischenzeit. Aber das ist halt, weil ich habe schon mal mit Souls Games zu tun gehabt und so. So, ich sehe hier Gegner, die dürfte ich eigentlich gar nicht sehen, ne? Eigentlich gar nicht sehen? Ach, Quatsch. Völlig im Dunkeln und dann... Ja, so, hier hat übrigens der Gegner gestanden, der mich da runtergeschlagen hat. Ah, okay. Nur, damit du das schon mal weißt. So, und guck mal, wen wir da drüben haben. Oh, schon wieder ein Steintroll. Ja. Und Krähen. Hey, die Typen heißen wirklich Steintroll, weil... Der hat einen Stein und ist ein Troll. Okay, das ist Teil auch irgendwie. Keine Tische, nicht erwartet. So ein bisschen halt. Das gibt's nicht! Der hätte doch eigentlich ruhig. Naja, jetzt. So, Ruhe, du! Okay. Ja. So, und dieses Viech, das hau ich auch so um einfach. Klatsch. Weißt du, was passiert, wenn ich jetzt hier unter diesem Torbogen durchgehe? Nein. Willst du es wissen? Es kommt Wärme, Steintroll und alles. Schlimmer. Es ist Dracula himself.
Momentan passiert gar nichts. Da passiert was. Was ist das? Klerikerbestie steht unten. Ach, da! Au, au. Dieses Ding macht jedenfalls Schaden. Und nicht zu knapp. Jetzt muss ich leider irgendwie mal versuchen. Oh! Das ist cool. Gewesen. Oh, trotzdem, der macht nicht wenig Angriffe. Und ich muss aufpassen, dass ich halt meine Blutviolen. Nicht alle aufbrauche, ehe ich den Down habe. Das ist echt schwer. Gerade. Und das ist noch einer der leichteren Bosse, wenn man so will. Bosse. Ja, Bosse. Ja, es ist ja auch ein Anfangsboss. Ah, ich wollte doch ausweichen. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Au. Jetzt sollte ich mal wieder zurück hier. Au. Oh nö, 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 nö. Und man sieht, ich bin tot. Ja, also siehst du, ich kann auch eventuell mal Probleme bekommen mit einem Gegner. Ja, bei einem Endgegner, bei dem ich nicht mal ansatzweise angekommen bin. Nach, ich würde lügen, 3 Stunden. So, übrigens, jetzt wo ich das Viech mal gesehen habe, darf ich auch hier rein. Ist das nicht fair? Hi. Denn ausgerechnet dann, wenn ich meine Blutechos verliere, da darf ich Zugriff haben auf alles Mögliche, was ich... Warte mal, was habe ich denn in meinem Lager noch drin? Ja, nicht viel. Jedenfalls, ich würde es dann jetzt an dieser Stelle auch erstmal bewenden lassen, damit ich jetzt nicht den Eindruck mache, dass... Oh, was ist das denn? Achso, irgendeine Glocke. Na, wie auch immer, damit ich nicht den Eindruck mache, als wäre ich jetzt der Oberkiller, sondern es dabei belasse, dass ich gerade... Moment, ich muss den Todescounter noch... updaten, dass ich halt auch nicht allmächtig bin. Ja. Ja. Aber trotzdem, ich fand, es war eine schöne Session an sich. Das war eine schöne Idee. Ja, auf jeden Fall. Also dann, an alle, die zugeschaut haben, tschüss, und falls ihr wirklich mal sehen wollt, wie ich Bloodborne spiele und dabei trotzdem, auch wenn es mein zweiter Anlauf wäre, sicherlich ein paar Mal verrecken würde, ich meine sterben werde. Ja, dann... Like das wenigstens dafür. Genau.